Wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 15 Ultimate Team und wir... Was machen wir denn heute Schönes? Wir spielen ein Spielchen. Wir spielen ein Spiel gemeinsam. Wir brauchen nämlich aus 4 Spielen jetzt noch 4 Punkte. Ja, das wird... Das wird lustig, Freunde. Das wird richtig lustig. Das heißt, wir brauchen jetzt mindestens einen Sieg und mindestens einen Unentschieden, um die Liga halten zu können. Aber eigentlich sollte das kein Problem sein. Also wenn wir das verkacken, liebe Freunde... Dann mache ich ab hier jetzt einen Schlussstrich. Wenn wir die zweite Liga jetzt verkacken, werde ich dieses Ultimate Team Let's Play nicht mehr weiterführen. Radikal. Nee, aber wie gesagt, also dann weiß ich nicht, was wir dann machen. Vielleicht spielen wir ein Pokalspiel oder sowas. Aber wenn wir diese dritte Liga-Saison jetzt noch verkacken, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann ist vorbei für mich. Dann hänge ich die Fußballschuhe an den Nagel. So. Das ist unser Gegner, Frantic, wie hieß er? Frantic, hab's jetzt gerade gar nicht gesehen. El Cava FC, mit Arsene Wenger als Trainer, mit Lallana als ZOM in Form, dann haben wir noch de Diego Costa, dann haben wir noch Di Maria, dann Touré, Sanchez, ganz links, weiß ich nicht, wer das ist. Onua in der Verteidigung, Company, Kyle Walker und. Also er hat eine ziemlich gute Mannschaft. Der gute El Cava FC und jetzt geht's los. Hier im Stadion von Liverpool an der Anfield Road. Leider nicht so gute Stimmung wie beim echten Liverpool. Oh, Schweinsteiger, schön. Ball gewinnen und Lewandowski. Lewandowski! Boah. Erste gute Chance. Oh, Robben. Oh nein! Hab's verkackt. Ah, und ich habe meine Kinect wieder angeschlossen, wie ihr seht. Der Gegner freut sich bestimmt. Was labert der mir denn da die ganze Zeit die Ohren voll, Mann? Ui, das ist schön gespielt. Richtig schön gespielt. Sanchez. Oh, Alaba. Schön. Schweinsteiger. Lewandowski und Reus. Gucken, ob der zu Robben kommt. Ja, der kommt zu Robben. Schön. Jetzt geht Gündogan. Alter! Was hat er denn da gerade mit seinem Fuß gemacht? Das war ja höhere Kunst, Mann. Mando Diao. Schön. Und jetzt schöner Pass. Sehr gut. Robben. Oh. Nach hinten, nach hinten. Nein. Gündogan. Gündogan. Gündogans Wasserhahn. Was? Lewandowski. Schön. Lewandowski. Oh, Onua. Stark gemacht. Stark verteidigt. Richtig gut. Meier. Robben. Ah, der ist schnell. Nee, nee, nee. So nicht, Freunde. So nicht. So, Sanchez. Der alte Dirty Sanchez. Boateng nicht gut. Nicht gut gegen... den ollen Da Costa. Oder Costa. Heißt er denn Da Costa oder Costa? Es regnet übrigens. Toll. Oh. Boah, Boateng. Im letzten Moment. Und sehr gut. Meier. Ah. Oh, lässt sich davon Onua aber ganz schön wegnudeln. Das Wort wegnudeln, das klingt immer so ekelhaft. Ich hab deine Mutter weggenudelt, Alter. Was war das denn? Oh, 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 oh. Also vom Passen her, von der Passsicherheit her sind wir heute eine Katastrophe. Das sieht gut aus. Na, ja, das wiederum nicht so. Vorsicht. Stark, Alaba. Uiuiui. Na gut, ist nichts angebrannt, alles easy. Vorsicht, Pisscheck. Ah, da wollte ich zu viel, Mann. Product Placement. Da wollte ich zu viel, Mann. Stehst du? Naja. Oh, kommt nicht an der Ball auf Lewandowski, aber Lewandowski holt ihn sich wieder. Und schickt Robben, während das ruckelt. Eigentlich ist Robben schneller als Klitschi, aber gut. Was?
Hey! Das gibt einen Eckball, oder? Ne, Einwurf. Ich möchte meine Xbox nicht konfigurieren. Hör mal auf, Mann. Hör mal auf da. Was? Jetzt bricht's ab, oder was? Jo, ich würde sagen, das bricht ab. Ne, geht weiter. Krass. Oh. Bald ist ja auch wieder E3. Und da kann ja Microsoft wieder ankündigen, wie viele geile Server sie doch aufgestellt haben. Ja, wir haben unsere Serverkapazität auf 30 Milliarden ausgeweitet. Für noch ruckeligeres Spielerlebnis. Guck gerade mal, ob es an mir lag oder ob es an ihm lag, weil wenn du nicht keine Münzen kriegst, liegt es an mir. Aber eigentlich läuft mein Internet. Schauen wir mal, nee, wir kriegen Münzen, also an mir lag es schon mal nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, also immer noch 4 Spiele, immer noch 4 Punkte. Das heißt, wir machen jetzt noch ein Spiel, ne? Ich muss nochmal gerade eine verkackte Scheißjacke aufmachen. Weil die ganze Zeit... Moment. So. Weil nämlich die ganze Zeit diese blöde Lautstärkesteuerung von dem Creative Fertility an diesem, am Reißverschluss der Jacke so die ganze Zeit zirpt und das macht mich so nervös. Da könnte ich ausrasten, Mann. Oh, Chelsea-Logo. Und wir spielen auswärts. Uiuiui. Und tschüss. Frankfurt mag ich nicht. Toll. Schuldig. So, mal gucken, wer kommt denn da jetzt hingeflogen? Wir spielen zumindest zu Hause, das ist ja was. Heimspiel ist immer gut. Gegen? Oh, rote Latenz. Gegen den ersten FC Köln. Aber er geht. Ich weiß es nicht, liegt die rote Latenz an mir? Wie gesagt, eigentlich kann es nicht sein, aber ich weiß es halt auch nicht. Keine Ahnung, Mann. Gucken, ob es hier jetzt auch wieder... Ne, da ist er grün. So, auf geht's, komm. Koller Gas. Mal wieder im Regen, zumindest stand da gerade Regen. Uiuiuiui, wen hat er denn da alles? Er hat ein brasilianisches Team. Mit Lukas, mit Hulk und mit Neymar vorne drin. Die beiden von Barcelona weiß ich gerade gar nicht. Also der eine von Barcelona weiß ich nicht. Abwehr David Luiz und Dani Alves. Und dann halt noch, wie heißt er denn hier jetzt? Der kleine Macker von Liverpool. Coutinho, genau. Gucken, ob es wieder so ruckelt. Ja, es sieht gut aus. Ich glaube, es ruckelt nicht. Was wäre ein Segen? Wett Segen. Schöner Pass auf Gündogan. Kommt vorbei. An Luis. Und da ist Lewandowski. Erste richtig gute Chance im Spiel. Und den ersten Angriff ausgespielt, das ist immer gut für Selbstvertrauen einer Mannschaft. Ist genauso wie den ersten Ball im Spiel zu halten als Torwart. Ist auch immer wichtig. Oh, Boateng, was machst du denn? Was ist denn los mit dir? Schön aus der Abwehr hinten raus jetzt. Ah, sehr gut. Meier da hinten, was macht der denn da? Schön. Und jetzt geht Robben. Das Problem ist halt nur, Marcelo ist halt auch verdammt schnell. Oh, Lewandowski. Komm, schieß einfach. Alter. Aber sowas von den Pfosten getroffen. Und das Aluminium. Unglaublich. Oh. Ja, jetzt kommt er hier wieder. Mit seinem Lukas da, oder was? Sehr gut. Und Lewandowski. Ach du liebe Zeit. Was macht der denn da vorne? Schön. Richtig öhn. Oh, der ist zu weit. Ach ja, Alaba, was tun sie denn da? Pisscheck, ey. Richtige Hackimula, ey. Hast du? Nee, hat er nicht. Vorsicht. Ach komm, hör doch auf. Weiß ich nicht, ob man das so pfeifen muss, keine Ahnung.
Das finde ich überzogen. Neymar. Direkt. Ne. Ob gefälscht, gibt Eckball. Und vielleicht die Möglichkeit für uns zu kontern. Mal schauen. Uiuiui, Hulk. Ball. Hummels. Mal gucken, wer geht da vorne? Niemand, das ist ja beruhigend. Das ist ja beruhigend, dass da vorne gerade keiner ging. Das zeugt von einer guten Offensive. Komm jetzt nach unten, sehr gut. Ah. Meier, ey. Richtiger Meier, Mann. Pack den Meier bei den Eier. War schön an Neymar dranbleiben, gut. Und Lewandowski, ach, wenn er den da vorbeilegen kann. Oh. Ach, hör doch auf. Da war doch bestimmt Neymar, ne? Der da gerade wieder den sterbenden Schwan gespielt hat. Naja. Habe ich an seinem verschmitzten Grinsen gesehen. Das Wort verschmitzt ist auch super. Ich mag das Wort irgendwie. So, Hulk. Ui. Alter Schwede. Richtig guter Schuss. Dort drüben. Oh, Piszczek, was machst du? Was machst du, Junge? Oh. Stark genug, Mann ist da. Und Alaba. Und Meier. Der müsste eigentlich körperlich sich richtig gut durchsetzen können. Starker Ball auf Robben. Oh. Oh. Ich war gerade so hin und her zwischen Schließ ab und Spiel nochmal einen Pass nach oben. Hummels, die Flanke ist super. Robben. Oh. Sehr gut, den haben wir ein bisschen. Ah, Alaba stark. Gewohnt stark. Schweinsteiger. Ah, legt sich den Ball zu weit vor. Der olle Schweini. Oh, der Ball ist stark vom Torwart. Schön. Gar nicht erst auf diese Schmätzchen da von Neymar und Co. einlassen. Dann läuft das schon. Robben. Oh. Warum rückt denn da keiner nach? Ah, sehr gut. Gündogan. Oh, Lewandowski. Wie sie immer am Doppeln sind da. Kann doch ja nicht sein, hör mal. Schön von Piszczek. Dann nochmal schön dem gegnerischen Trainer in den Kopf geschossen. Läuft bei ihm. Ah, die Idee auf Reus war gut. Ah, Lukas geht. Ja, Starke Parade von Locke. So nenne ich Weidenfeller ab sofort nur noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön verteidigt. Robben, das ist nicht gut. Boah. Hulk war das. Also Hulk heißt er ja eigentlich. Aber dem sollte man, ich denke, nicht so viele Chancen geben dieser Art. Oh. Was macht er denn jetzt? Macht er noch die Pornos schnell aus, ne? Hat man ja schon oft genug das Thema von wegen Download-Manager erschließen und so. Wer weiß, ne? So, Einwurf für uns. Nicht nach da oben. Das wäre nicht gut gegangen, glaube ich. Robben. Alter Schwede, was war das denn? Boah, gut gemacht von Neymar. Aufpassen, der fällt im Strafraum gerne mal hin. Und sagt dann, die anderen waren's. Gündogan. Schön, Robben. Stark. Schön durchgewurstelt. Wurstelt. Reus ist da. Oh, Lewandowski. Den mit rechts ins linke untere Ecke ballert. Nein, weißt du, er nimmt die mit links und dann so einen verkrüppelten Schuss da, ey. Der wird einem doch schlecht. Hey. Schweinsteiger. Alaba. Reus muss gehen da oben.
Ja, stark, Reus. Schöne Körpertäuschung. Richtig gut. Jetzt da unten ist... Oh, kommt nicht dran. Kommt nicht hin. Schön, Pisscheck. Wir sind dran. Oh, war nicht so. Nicht so. Ah, komm schon. Oh. Vorsicht. Boah, Hummels. Beinahe hätte es geknallt. Kein Foul. Oh, und dann wieder so ein schlechter Pass von Meier, weißt du? Und wieder ein schlechter Pass von Meier, Alter. Robben nicht im Abseits. Sehr gut. Und jetzt sind wir noch zu zweit. Das ist Lewandowski. Und das ist das Tor. 1-0. Bam. Das ist schön gemacht. Schön am Torwart vorbeigelegt. Und dann die Ruhe bewahrt. This is how we roll. Was kann man sagen? Verdiente Führung? Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht so die Spielverteilung bzw. den Spielverlauf auf dem Schirm. Aber ich denke, wie heißt es im Fußball immer so schön? Wer führt, hat sich's verdient. Ne? Um mal aus dem Hirn eines HSV-Fans heraus zu argumentieren. Wer gewinnt, hat's verdient. Ne? So, zweite Halbzeit, keine Wechsel. Ja, mindestens eine genauso gute zweite Halbzeit, bitte. Wir brauchen natürlich die Punkte. Oh. Robben auf Lewandowski. Boah. Schade, dass er den nicht richtig getroffen hat. Schade. So, das Geruckel geht weiter. Also die FIFA-Server sind überfordert, habe ich das Gefühl. Mit meiner galaktischen Spielweise. Quatsch. War nur ein Scherz. Also so selbstverliebt und arrogant bin ich dann auch wieder nicht. Schön gespielt. Ach, der Ball kommt nicht an, aber gibt Freistoß. Muss er geben. Muss er geben. Hummels, mal in den Strafraum rein damit. Nicht kurz ausgefüllt. Und jetzt... Oh. Robben ist nicht hinkommen. Oh, gibt's aber Eckball. Vielleicht mal wieder einen direkten Eckball hier probiert. Komm. Einfach mal so... Oh. Es klappt nie. Gündogan. Oh, Wahnsinn. Da wird aber gezuppelt und gezogen da. Und Reus. Und, oh. Abseits. No, man. Schade. Brauchen wir nicht draufschauen. Ich glaube, es war richtig. Ja, ja. Hm? Wir stehen da den Schritt vorm Abwehrspieler. Das ist vollkommen in Ordnung. Lieber Herr Ref. Ref Powerreiniger. Oh Gott. Nee, man, der will in die Mitte ziehen, das weiß ich. Ja, das hat er mir gestern beim Duschen verraten. Als wir die Champions League Trophäe gemeinsam gefeiert haben. Und Robben. Und Robben und Robben und Robben. Ja, ich will nicht in die Mitte, vergiss es. Da ist es mir zu kalt. So, Reus. Oh. Meier. Alter, das ist aber doch auch dann ein Freistoß, oder nicht? Ja, komm. Jetzt kommt er hier wieder, weißt du? Ich muss mit Hummels rein, der schon gelb hat. Wir können jetzt nicht ins Abseits stellen. Ja, das ist das Ausgleichstor. Ja. Weil Weidenfeller sich da aber auch irgendwie komisch verhält. Weil der Fehler, der ist bei mir passiert. Trotzdem hat Weidenfeller dann nicht irgendwo im Feld zu stehen. Schön gespielt hat er was aber auf jeden Fall. Ich hätte gerne mal gewusst, was passiert, wenn ich so abziehe. Also Weidenfeller ist wirklich ganz schlecht gewesen gerade. Aber ich wollte eigentlich auf Dings spielen, auf Abwehrfalle. Und wie ihr seht, es hat super funktioniert. Meine Abwehrfalle ist die beste. Generationen werden diese noch so trainieren. So, mal gucken, Reus da unten, kriegt er den? Ne. Jetzt kommt er mir da wieder mit seinem komischen Lukas. Och, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich weiß schon, wo du hin willst, mein Freund. Ich weiß das. Mach dann auch immer so. Vorsicht. Schweinsteiger. Schön. Und Robben. Und Robben.
Ist kein Abseits. Robben? Ach, hör doch auf! Das kannst du mir jetzt aber nicht erzählen hier. Hau ihn weg da! So, komm. Unterbinden wir das. Das Gefröne. Ey! Das war doch auch schon wieder ein Schubser da. Habt ihr doch gesehen. Erzähl mir doch keinen. So, Meier. Lewandowski und Robben. Ja, der kommt. Oh, der hat auch einen Lack da hinten gerade. Vielleicht mal ein bisschen über da unten spielen. Da rechnet er vielleicht nicht so mit. Ja, ja, genau. Auf den deutschen Neymar. Natürlich. Und das wieder ohne Foul. Wahnsinn, wie der das macht. Schön. Und Robben. Freie Bahn. Ballannahme stimmt. Oh, der ist abgefälscht und der ist drin. Ja! Die Banane landet im Netz. Irgendwie. Keiner weiß wie. Ich frage mich gerade, welcher Fuß da dran war. Ach, der von Silva war dran. Okay. Ja, Eigentor, ne? Riech mal. Oh, Lewandowski. Oh. Meier. Und jetzt. Meier. Meier! Und jetzt geh doch mit deinem Scheißkopf da weg, Schweinsteiger, Alter. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Das ist nicht wahr. Da hält er da seine Birne dran. Ich glaub's nicht. Da soll doch nichts. Schweinsteiger. Und jetzt der schöne Pass auf Robben. Jetzt müssen wir die Entscheidung holen. Die Vorentscheidung, denke ich. Wieder abgefälscht, das Ding. So, Robben kriegt den Ball hier. Schön. Ui, ui, alle springen vorbei. Alter. Okay, ganz easy. Wir sind in der Überzahl gewesen. Das kann doch nicht wahr sein. Ne. Oh, das hat er schlecht ausgespielt. Das hat er nicht gut ausgespielt. Weil das ist halt Lukas gewesen. Da denkst du dir, ach, kannst du mal Ja. Also wer den Pass gerade gespielt hat, der gehört gesteinigt. Nur gelb für Boateng. Ja, ich glaube, letzter Mann war er nicht. Aber der kann Freistöße schießen, der Gegner. Vor allem mit Hulk. Oder Hulk, hast du gesagt. Sehr gut. Schön geblockt. Und nochmal. Komm schon. Komm schon, Fro. Achtung. Wieder abgefälscht. Wieder Eckball. Der Gegner macht Druck. Vielleicht können wir ja einen Ball kriegen. Schön von Hummels. Und dann nach vorne den Konter, den entscheidenden setzen. Robben ist ganz gefährlich, was er da macht. Achtung. Was ist denn jetzt? Ach, Schiedsrichter, du bist doch eine Nudel, Alter. Bist doch nicht mehr ganz Taco Bell. Oh Gott. Oh, ist das schön. Wieder abgefälscht. Richtig gut gespielt. Richtig, richtig gut gespielt vom Gegner. Jetzt Reus. Komm, so viel bist du. Foul. Ja. Taktisch klug gemacht von Marco Reus. Hat er gut gemacht. Echt, muss ich ihn mal loben. Reus loben. Und jetzt geht da oben Robben. Ob jemand mitgeht. Boah, ja. Alter. Bisschen zurückziehen, Freunde. Okay, wir lassen Neymar ein Stückchen laufen. Stark! Wow. Stark vom Pisscheck. Alter. Das ist so lächerlich. Die kleinste Berührung wird da schon abgepfiffen, ey. Das ist doch nicht wahr. Vorsicht. Neymar, direkt. Weidenfeller. Das muss es sein. Komm, wir spielen mal hässlich.
Der Ball war doch eigentlich draußen, oder nicht? Hallo? Boah, haben wir mal geschwitzt gerade und jetzt ist es aus! Gewonnen! Boah, ich habe gerade eben noch mal ganz schön geschwitzt. Puh, heiliger Bimmer, ich dachte eigentlich, der Ball war aus da oben. Ich meine, auch wenn Vorteil ist und der Ball ist aus, dann greift doch nochmal der Vorteil, dachte ich. Naja, ist egal. Durch ein Eigentor haben wir hier 3 Punkte geholt. Und somit heißt es, wir brauchen jetzt noch 1 Punkt aus 3 Spielen, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Ich glaube, wir können sogar noch aufsteigen, ne? Gucken wir mal gerade aufs Tableau. Ja, wir könnten theoretisch sogar noch aufsteigen, wenn wir alle 3 Spiele gewinnen, beziehungsweise 2-mal gewinnen, 1-mal unentschieden. Dann sind wir aufgestiegen. Naja, mal gucken, was jetzt noch so kommt. Jedenfalls, den Sieg haben wir uns verdient. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Und unser Ziel ist immer noch der Klassenerhalt. Bis dahin.